Frage muss ich noch stellen im Namen aller Leute, die hier sind. Wann kommt die CD raus? Arbeitest du dran? Kannst du schon sagen, wann es fertig wird? Ich kann noch kein genaues Datum nennen. Es war angedacht für den Sommer, aber kann ich immer noch was verstehen. Also ich kann leider keinen Zeitraum, also dieses Jahr. Und auf deiner Internetseite, ne, wird man sowieso sehen, wann was Neues passiert. Also auf meiner Internetseite, bei Facebook kann man immer sehen, irgendwelche Neuigkeiten, Auftritte, Informationen oder nicht, kann man alles nachlesen. Also, nachdem was ich bekomme. Okay, und vielleicht auch aktuell, was du momentan machst, du studierst, ne? Genau, ich studiere Romanistik und Anglistik in der Ruhr in Bochum, oder auf der Ruhr in Bochum, und ja, werde hoffentlich irgendwann mal ein guter Lehrer. Und auch nicht ein Musiklehrer, ne? Ja gut, das kann dann, ja, zusätzlich noch, weil der soll nämlich nicht, also es wäre schön, wenn du weiter singen würdest, glaube ich, ne? Da sind wir, glaube ich, hier alle einig. Und zum Abschluss, und dann lassen wir dich, du hast ja wirklich weitere Termine, auch noch Maler Tag der Gesundheit, gerade in der Musikbranche, auch bei diesen Castingshows, wo du warst, sehr, sehr stressig, da unter Druck wirklich auch gesund zu bleiben und, ich sag mal, volle Leistung abzurufen. Gibt es da einen geheimen Tipp? Was ist deine Methode, um dich hier zu halten? Also, wenn man krank ist, versuchen das so gut wie möglich zu kaschieren. Ja, was mir nicht immer, so ganz leicht fällt. Aber ansonsten gibt es da, also wenn man krank ist, dann ist man halt krank. Da kann man nichts gerade ändern. Alles klar. Vielen Dank nochmal. Weitere Infos auch am Stand vom Blauen Kreuz. Danke für den Auftritt, Martin Madea. Und genau, wir machen auf jeden Fall gleich weiter wieder mit super toller Musik auch von Trio Dori und in ja, einigen Minuten.